So, liebe Freunde, heute nochmal ein Beitrag zum Thema, wie finde ich meine Immobilie? Das wird wahrscheinlich auch der letzte Beitrag erstmal aus dieser ja, spontan entstandenen Reihe Leben in der Türkei sein, weil das war meinerseits gar nicht so geplant, so eine ganze Videocollection da fertig zu machen. Das kam dann so durch eure Fragen, das hat ja nun doch sehr wohl großen Anklang gefunden. Danke für die Abos, danke für die Likes, die Kommentare. Alles wunderbar. Und da gab es eben auch unter anderem, ja, wie gesagt, sehr häufig die Frage, wie startet man das am besten? Und um euch das mal zu erzählen, erzähle ich euch einfach mal meine Geschichte, wie ich das gemacht habe. Der Wunsch war halt da, Deutschland zu verlassen. Und dann überlegt man halt, ja, wo geht's hin? Es gibt da so die klassischen Länder, wo viele hingehen: Spanien, Portugal. Gehen. Und dann gibt es auch die, die ganz weit weggehen, Südamerika. Ja, da war ich etliche Male. Hat mir auch super gefallen, das ist nie die Frage. Aber dann stellt sich halt, also mir zumindest stellte sich die Frage, wenn du so weit weg bist, brichst du alle Brücken ab. Das wollte ich wiederum nicht. Familiäre, freundschaftliche Bindung, die man halt hat. Also musste ein Kompromiss her. Es sollte außerhalb der Europäischen Union sein. Und da bot sich die Türkei eigentlich an. Es sollte gute Erreichbarkeit vorhanden sein. Auch da bot sich die Türkei natürlich an. Insbesondere Istanbul, eine Stadt, in der ich schon ja, sehr häufig war, auch bevor ich hier gewohnt habe. Und die halt auch eine Menge zu bieten hat. So, und da ich regelmäßig in Istanbul war, spätestens durch meine Marathon-Teilnahmen. Da ganz kurz am Rande, wer gerne mal einen Marathon läuft, meldet euch in Istanbul an. Der Marathon ist wirklich top, wie so ein Weichei-Marathon wie Berlin mit flacher Strecke, 42 Kilometer, sondern da geht es richtig straff zur Sache, hoch und runter. Und da wisst ihr dann auch, was ihr gemacht habt. Ja, also wer richtig Bock hat, mal auf einen etwas härteren Marathon, Istanbul. Ist auf jeden Fall eine ganz heiße Empfehlung aus meiner Sicht, ja. Macht richtig Spaß und ist auch richtig groß, das Ding. Also dann nehmen so 45.000, 50.000 Teilnehmer sind da auch dabei. Halt die Weltstars fehlen, weil sie wissen, dass sie im Marathon keinen Weltrekord laufen können. Das ist definitiv ausgeschlossen. Ja. Aber das nur am Rande. Jedenfalls gibt es also halt, wie ich dann festgestellt habe, zwei Seiten, auf denen man da ganz gut fündig wird. Die eine heißt hepsiemlag.com, die andere heißt saibinden.com. Da sind ja schon die Namen Programm, also hepsiemlag, alle Immobilien übersetzt, und saibinden.com ist eben saibi der Eigentümer, also vom Eigentümer.com. Was natürlich täuscht, weil letztendlich bieten das auch in der Regel die Makler an. Aber egal. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr auf diesen Seiten stöbert, Zeit mitnehmen und das wird kein kurzes Vergnügen. Also das macht ihr dann schon sicherlich relativ regelmäßig immer mal ein paar Stunden, weil dann werden euch so diverse Sachen auffallen, die mir damals aufgefallen sind. Also A, müsst ihr euch anmelden, damit ihr auch Angebote speichern könnt. Das solltet ihr in jedem Falle machen. Alleine schon, um zu wissen, was habe ich mir gestern angeguckt. Die speichert ihr dann in eure Favoriten. Und dann kriegt ihr dann relativ schnell mit, dass in diesen Favoriten plötzlich steht, oh, Wohnung ist nicht mehr verfügbar. Aha, also es entsteht so der Eindruck, es gibt einen riesen Run, und am Anfang glaubt man das auch und denkt, ach Gott, jetzt ist die auch noch weg und die Wohnung ist auch schon wieder weg und die ist auch schon wieder weg, und dann stellt er plötzlich fest, aha, bei der weiteren Suche, ihr könnt also auch Kriterien eingeben, Wohnungsgröße, Kaufpreis, alles Mögliche, für immer taucht die wieder auf. Also zumindest die Fotos sagen, das kenne ich doch, das ist doch, hatte ich doch schon mal drin. Ja, und dann steht hier wieder als neues Angebot drin. Ja, und das wird immer regelmäßig gemacht. Also insofern sich dann die verrückt machen lassen. Die wenigsten Wohnungen, wo dann steht, die ist weg, die sind wirklich weg. Die meisten werden nur kurz rausgenommen und nach 1, 2 Tagen stehen die wieder drin. Manchmal auch über einen anderen Makler. Manchmal findest du auch in und dieselbe Wohnung bei 5 oder 6 Maklern. Ja, da verwenden die dann komischerweise dieselben Bilder, was ich dann immer ein bisschen merkwürdig finde. Ja, aber egal.
Jedenfalls kann man noch über schon mal schön vorfiltern, voraussuchen, die Makleradressen sind drin. Die quatschen natürlich, zumindest da, wo ich hin wollte, kein Deutsch. Damit ist auch mit Englisch nicht großartig weiterzukommen. Man musste dann halt mit Türkisch irgendwie loslegen. Aber das könnt ihr ja schriftlich erstmal machen, denn die Erstkontaktaufnahme, da hilft euch Google Translate weiter. Das ist also kein Problem. So, wie ging es dann bei mir weiter? Ich wusste also, im November ist wieder Istanbul-Marathon. Also Urlaubszeit hinten dran gehangen und gesagt, nach dem Marathon, Interpause, am übernächsten Tag fährst du dann halt dahin, wo du meinst, da könnte es wohnungstechnisch ganz gut sein. Was ich bis dahin schon wusste, weil ich kurz davor in Istanbul war und erstmal geguckt hatte, ob ich in Üsküdar was finde mit meinen Preisvorstellungen. Ja, die Preise habe ich da gefunden, aber die Vorstellung halt nichts. Ja, jetzt muss man dazu wissen, es gab für mich nur zwei Optionen, entweder ganz oben wohnen oder ganz unten. So, das mit dem ganz unten wohnen ist dann halt in so einer Stadt wie Istanbul nicht unbedingt so einfach, denn durch diese Landschaft hoch und runter kann es passieren, das seht ihr da ganz häufig, wenn ihr mal mit offenen Augen durch die Straßen geht, dann denkt ihr, unten ist ein Kellerfenster. Aber das ist kein Kellerfenster, das ist dann das Fenster, was aussieht wie ein Kellerfenster von dem Zimmer, was an der Straßenseite ist. An der anderen Wohnungsseite kann das eine richtig große Gartenterrasse sein, weil eben der Berg so runter geht, das Haus steht dann hier am Berg, hier ist dann nur die Kellerluke und hier ist die große Terrasse auf der Hofseite. So, ich habe mir dann so ein paar Wohnungen angeguckt und die waren alle mächtig alt. Das Alter ist noch gar nicht mal das Problem, aber die waren eigentlich komplett sanierungsbedürftig. Auch das muss nie das Problem sein, weil die Sanierungskosten in der Türkei deutlich günstiger sind als in Deutschland, aber trotz allem. Also hätte man nochmal ordentlich was in die Hand nehmen müssen, Geld und Zeit oder Muskeln und aus alt neu machen müssen. Also das war alles nie so richtig das, was ich gesucht habe. Ich wollte ein bisschen Blick aufs Wasser haben. Das hatten dann die Wohnungen im Regelfall auch alle nicht, auch die nicht, die ganz oben waren. Ich weiß noch, dass mir dann eben ein Makler in Üsküdar bei einer Wohnung, ja, machte er das Fenster auf, lehnte sich ganz weit raus und sagte, komm mal gucken. Und dann zeigt er mir da, guck mal da hinten durch so einen Häuserspalt, konnte man einen 2 Meter breiten Wasserstreifen sehen. Naja, okay. Das war dann jedenfalls alles nix. Und ich habe dann so gedacht, wenn es anspruchsvoller wird, wurde es da im Preis, ging es richtig nach oben. Also Istanbul, war schon früher kein Schnäppchen. Ja. Gerade wenn es dann in Wassernähe geht, das muss nicht mehr der Bosporus sein, das kann auch dann Kadıköy, solche Stadtbezirke sein, die halt ans Marmara Meer rangrenzen. Also ist Wasser mit im Spiel, steigt der Preis. So, dann habe ich mal gedacht, okay, was gibt es denn so im Istanbuler Umland? Was ist erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Da ist mir halt dann beim Studieren der Karte aufgefallen, Gebze. Also habe ich dann gedacht, okay, mit der S-Bahn, die fährt bis Gebze von Istanbul durch, brauchst du ungefähr von der City aus, aber jetzt vom Stadtzentrum, nennen wir mal Üsküdar als Stadtzentrum, ungefähr an geografisch, oder Yenikapı, dann fährst du mit der S-Bahn bis Gebze ungefähr eine Stunde. Ja. So, also habe ich da in Gebze ein Hotelzimmer gebucht für eine Woche, habe schon mal im Vorfeld ein paar Maklertermine klar gemacht. Und dachte dann nach dem Marathon die Woche hinten dranhängen und dann gäbe es mich mit den Maklern treffen, Wohnungen besichtigen und dann irgendwas klar machen. Ja, es war sehr ernüchternd in Gebze und der Ort hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das war mir spätestens am dritten Tag eigentlich klar, sodass ich dann angefangen habe, die Maklertermine abzusagen. Und ich bin auch ganz froh darüber, dass ich alles zu Fuß erledige, wenn ich solche Touren mache. Also auch in Gebze, egal wie weit die Entfernung zwischen den Wohnungen waren, ich laufe das tatsächlich ab. Und ich kann nur jedem empfehlen, setz dich nicht ins Taxi oder in den Bus oder irgendwas, lauf die Strecke ab. Du lernst diese Stadt ganz anders kennen und nimmst das ganz anders wahr. Immerhin willst du da mal später wohnen. Und später läufst du da auch. Ja? Und dann kommt vielleicht das große Erwachen. Also wie gesagt, nie ins Taxi setzen, sondern wirklich langlaufen, da siehst du jede Dreckecke, jedes Scheißviertel, du siehst alles, ja, weil du einfach durch musst.
So. Also für mich stand nach, ja, am dritten Tag spätestens fest, Gebze ist so ein hässliches Örtchen, da möchte ich nie wohnen. Obwohl das eigentlich eine große Stadt ist, ja, aber hat nichts zu bieten, ist langweilig, wirkt so ein bisschen steppig irgendwie. Ja, war nie mein Ding. Dann dachte ich, naja, gehst du mal zum Busbahnhof, also was willst du hier jetzt noch machen? Hotel ist bezahlt für die ganze Woche. Also habe ich mir ein paar Busverbindungen rausgesucht und da fiel mir halt auf, ach, hier sind ja auch Orte dabei, die hatte ich schon bei meiner Recherche so ein bisschen gefunden. Als ich da bei Hepsi mnat.com oder saibin.com gesucht hatte, die waren auch auf meiner virtuellen Karte schon so ein bisschen drauf, das ging so rund ums Marmarameer herum. Ja, da dachte ich mir, okay, Janowar war mir da aufgefallen, Ginarczyk war mir da aufgefallen, Schiftlikhöhe. Und da gab es eine Busverbindung von Gebze nach Jalloba, das dauerte 45 Minuten. Da habe ich mich morgens dann um 9 in den Bus gesetzt und bin nach Jalloba gefahren. Und das war Boing, so ein richtiger Boing-Effekt, weil A wurde es schlagartig grün, als es über die Brücke, über die Meerenge ging. Auf der Seite des Marmarameers ist scheinbar irgendwie so eine Art Klimascheide, jedenfalls. Hier sind die Bäume grün, auch im Hochsommer, das ist nicht alles so verdorrt. Und dann komme ich hier in Jalloba an und denke, wow, die Bushaltestelle direkt am Wasser, direkt an der Marina. Daneben ist die Fährstation, da gehst du dann an der Strandpromenade lang. Richtig schön gemacht. Die Stadt ist erstmal auch schön flach, liegt direkt am Meer, direkt am Wasser. Da habe ich da den ganzen Tag, bin ich da durch Jalloba durchgelaufen, habe mir das alles angeguckt und dachte mir so, mein Gott, also ja, das ist wirklich klasse. Auch schon eine Kiez-Atmosphäre in den Vierteln. Dann bin ich abends wieder zurück nach Gebze, habe dann, ja, die nächsten Maklertermine im Grunde genommen abgesagt, weil da wusste ich, das bringt ja nichts in diesem Ort. Da spielte dann auch keine Rolle mehr, wie teuer das war oder wie billig das geworden wäre. Das war es einfach nie. Bin dann 2 Tage später nochmal nach Jalloba gefahren und um einfach zu gucken, ob sich der Eindruck bestätigt. Das hat er. Und da war dann klar, jetzt machst du nochmal eine schöne Recherche und hängst nochmal eine Woche hinten dran, um dann hier mit den Maklern und den vereinbarten Termin hier einfach mal Wohnungsbesichtigung zu machen. So gesagt, getan, das habe ich dann auch erledigt und bin dann also später nochmal nach Jalloba gekommen für eine ganze Woche. Habe dann auch hier wieder im Hotel gewohnt und hatte dann schon ja diverse Maklertermine, so pro Tag 5 im Prinzip. Ja, das kommt hin, 5 Maklertermine pro Tag. Es wurden dann letzten Endes deutlich mehr Wohnungen, die ich besichtigt habe, weil egal was du erzählst, die bieten dir dann immer alles Mögliche an und erzählen dir, da kommt noch eine bessere und eine bessere und eine bessere. Und ihr müsst da wirklich auch auf euren vorgesteckten Punkten, sag ich mal, bleiben. Also für mich war immer ganz wichtig, entweder ganz unten oder ganz oben, nichts in der Mitte. Wenn dann also der Makler mir plötzlich die Wohnung dann sagt, ja, die Wohnung, die du wolltest, die ist weg, aber ich habe noch das. Ja, in welcher Etage ist die denn? In der dritten. Von 5, sag ich, brauchen wir uns gar nicht erst angucken, will ich nicht, ich will keinen über mir haben. Ja, so, dann habe ich ihm gesagt, nur im Stadtzentrum, die fahren dich sonst wohin. Ja, aber das ist doch das bessere Viertel, sag ich, nee, nur im Stadtzentrum. Aber das hier ist doch Neubau, sag ich, ist mir egal, ich will hier nur ins Stadtzentrum. Ja, okay, nun waren jetzt da auch nicht alle Wohnungen schlecht, manche haben dann gemerkt, okay, es geht halt nur, der Typ guckt sich nur das an, wo er auch in dem Viertel, wo er hin will. Ich habe da klare Grenzen in der Mappe gesetzt und gesagt, hier ist meine Grenze, in diesem Areal ist es, suche ich was. So, der nächste Punkt, was du da unbedingt brauchst, wenn du dir halt hier eine Wohnung suchen willst. Das hier. Ein Messgerät, ein Lasermessgerät. Denn du stellst ganz schnell fest, dass die Größenangaben in diesen Angeboten, und zwar egal auf welcher Internetseite sie stehen, dass die eigentlich immer falsch sind. Also die Makler bieten hier so gut wie nie einen Grundriss an. Das ist die absolute Ausnahme. Eventuell, wenn du von einem Bauherrn kaufst, weil er gerade ein Haus hochgezogen hat, dann gibt es einen Grundriss. Ja, der ist dann eigentlich ziemlich genau. Aber ansonsten ist das hier alles so Pi mal Daumen. Also da kommen dann, ja, hier ist eine Wohnung, 250 Quadratmeter groß, bla 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 bla. Dann guckst du dir das an und denkst, ja,
fängst an, die nachzumessen und ja, es sind dann 100 Quadratmeter weniger. Ja, ich habe dann so Sachen erlebt, du stehst auf der Terrasse, der erzählt mir, was die Terrasse ist, knapp 50 Quadratmeter groß, also 48 oder so, und dann war ich, aha, kommt mir irgendwie nie so vor, doch, doch. Dann macht er 8 Schritte in die eine Richtung, 6 Schritte in die andere Richtung, 6 mal 8 ist 48. Sagt, hier, siehst du 48, dann nehme ich meinen, messe das kurz mal aus. Dann sagt zu ihm, dass die Terrasse 30 Quadratmeter groß ist. Ist kein großer Unterschied, das ist schon klar. Und so geht das aber durch jedes Zimmer im Prinzip dann. Ja? Also unbedingt macht euch Skizzen, wenn ihr da in so einer Wohnung seid. Und passt auf, was die euch da anbieten. Das geht ja schon mit dem, passt auf, was die euch da anbieten, weiter. Denn wenn du dann zum Beispiel sagst, wer ist denn der Verkäufer, weil er ist ja der Makler. Ja, da kommt dann häufig, der ist im Ausland. Aha. Weil ich möchte mit dem Verkäufer auch direkt sprechen. Nee, das geht nie. Sag ich, na dann, wo ist der denn? Ja, der ist in Deutschland oder in der Schweiz. Sag ich, na dann gib ihm noch meine Telefonnummer, ruft mich zurück und mit dem spreche ich dann darüber. Dann merkt ihr schon, wie die rumdrucksen und kleine Finger von lassen. Ja? Also wirklich nur das Angebot annehmen, wo du mit dem Eigentümer der Wohnung, des Hauses, wie auch immer, direkt sprechen kannst. Weil, ich habe auch schon ganz häufig gehört, auch von Türken, die mir das bestätigt haben, der Eigentümer hat den Makler beauftragt oder irgendeinen beauftragt. Der Eigentümer ist, ich sag's mal wirklich, Bauer Harms vom Dorf, der hat keine Ahnung. Eigentlich ist er froh, wenn er 20.000 Euro kriegt, der Makler bietet die Bude für 100.000 an. Der Eigentümer erfährt das unter Umständen nie. Ja, der kriegt dann seine 20.000 und die 80.000 greift der Makler ab. Auch das soll hier alles schon passiert sein. Ja, also ist immer Vorsicht geboten, also immer direkt mit dem Eigentümer sprechen. Das hat den Vorteil, dass auch preislich meistens noch was geht. Ja, also man kann da schon mal auch noch 10-15% nach unten handeln. Das ist durchaus machbar. Ansonsten ist es ja auch die Frage, was ihr da für eine Vereinbarung trefft mit den Leuten. Weil im Regelfall ist es ja so, man sagt dann, Mensch, die Wohnung finde ich toll, wie machen wir denn das jetzt? Wie wird es denn jetzt praktisch umgesetzt? So, weil in der Türkei wird bar bezahlt. Da läuft so gut wie nichts übers Konto oder nur ein Teilbetrag. Das ist dann das, was der Alteigentümer eigentlich nur offiziell vorweisen will. Ja, aber das ist eine andere Kanne Bier. Fakt ist eins, es wird im Regelfall bar gehandelt. Ja, also ihr müsst irgendwie dann das Geld auch hier haben. Und das dauert ja seine Zeit wegen Überweisung, wegen Herkommen, wegen allem Möglichen. Also habe ich mit meinem Verkäufer sozusagen, gab es eine Vereinbarung, ich mache eine Anzahlung X, habe ein Zeitfenster Y, das waren 3 Monate. Und wenn das halt in diesem Zeitraum abgeschlossen ist, ist die Anzahlung halt wird verrechnet. Wenn ich in diesem Zeitraum nicht abschließe, ist meine Anzahlung weg, tritt er vom Kaufvertrag zurück oder im Vorfeld zurück, muss er mir den doppelten Preis zurückzahlen. Das wurde schriftlich fixiert mit Zeuge, das ist dann in dem Falle der Makler gewesen. Ja, und das hatte dann seine Gültigkeit. So, dann habt ihr halt ein Zeitfenster X und in der Zeit müsst ihr das dann halt durchziehen. Ja. Das Thema Grundbuchamt, das ist alles ganz anders als in Deutschland, das dauert hier tatsächlich einen Tag. Also wenn ihr euch hier alle einig seid, dann sagt der Makler, ich melde das jetzt beim Grundbuchamt an, bei der TAPU. Dann geht ihr dahin, die füllen das da aus, dann kriegst du deine Besitzurkunde mit, ja, wenn du Käufer bist. Ja. So, und das ist egal, ob Wohnung oder Haus, so funktioniert das vom Prozess her. Habe ich jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Ja, verpflichtet den Makler in jedem Falle, gerade jetzt in der Anfangsphase, wenn er sowas macht, euch zu unterstützen beim Ummelden Wasser, Strom, Gas und die Erdbebenversicherung. Unbedingt. Ja, also lasst euch vor, ach ja, das ist noch ein wichtiger Hinweis, gut, dass mir das gerade einfällt. Lasst euch vom Eigentümer die Erdbebenversicherung zeigen. Denn das ist das einzigste Dokument, wo tatsächlich die echte Wohnungsgröße drin steht, egal was euch der Makler erzählt. Also immer auch nach der Erdbebenversicherung fragen, kann er die euch vorzeigen, steht dann da drin,
180 Quadratmeter, dann ist das okay. Ja, also der Wert in der Erdbebenversicherung, der ist wirklich genau, aber die zeigt euch im Regelfall halt niemand. Übrigens ist die Erdbebenversicherung hier vorgeschrieben und das ist auch sehr sinnvoll. Türkei ist halt ein Erdbeben, ja, unsicheres Land. Rumpelt ja doch öfters mal. Insofern, ja, hat die jeder und ihr müsst die dann später auch haben. Die ist nicht allzu teuer, sag mal so 70, 80 Euro Jahresbeitrag ungefähr. Aber die sichert euch halt ab, wenn doch mal irgendwas ist. Aber wie gesagt, da steht die Größe drin, also lasst euch vom Makler definitiv die Erdbebenversicherung zeigen. Kann ja sein, dass es nur jemand Verkäufer gibt, der im Ausland ist. Aber dann hat der das alles da. Ja, und der wird euch auch die Telefonnummer vom Verkäufer geben, damit ihr mit dem direkt sprechen könnt, um den irgendwas zu fragen. Ja, so, sobald das alles nicht geht, Finger weglassen, lieber. Lieber die Finger weglassen, bevor es ein böses Erwachen gibt. Ja, so. Der Alteigentümer kann euch auch seine eigene Tapo zeigen, also sein Grundbuchauszug sozusagen, der ist wichtig, da dann die Daten vergleichen, auch mit der Erdbebenversicherung. Und viel mehr gibt es eigentlich nie zu beachten. Also das geht hier relativ sang- und klanglos schnell über die Bühne, so ein Eigentümerwechsel, das ist ja wie gesagt echt der Hammer, wenn man das als Deutscher miterlebt, in welchem Tempo das hier vonstatten geht alles. Dann seid ihr eigentlich durch und mit dieser Tapu habt ihr zum Beispiel dann schon das Recht, hier dauerhaft zu wohnen, immer für ein Jahr, das ist schon klar, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Aber wie gesagt, die Aussage, dass ihr Eigentümer sein müsst, die ist definitiv falsch. Ihr könnt auch als Mieter hier eure Aufenthaltsgenehmigung holen. Es gibt Business-Visa-Arten, da sagt ihr, ihr sucht Geschäftsidee, dann könnt ihr hier auch ein Jahr wohnen, ohne Wohnung, ohne Miete, ohne alles. Da müsst ihr vielleicht ein Hotel irgendwie nachweisen, wo ihr euch aufhaltet. Also es gibt diverse Möglichkeiten. Ja. Aber hier ging es jetzt darum, wie finde ich meine Immobilie. So, und nochmal abschließend gesagt, für mich war es eben wichtig. Jetzt wohne ich ja nur hier im Raum Jalova. Ich bin in einer Stunde am Flugplatz in Istanbul. Super, wenn mal was ist. Der Flug dauert 3 Stunden bis Berlin. Also ich kann sagen, ich bin morgens da und kann für Mittag oder für den frühen Nachmittag in Berlin Termine machen. Das geht also schon. Und deswegen war das also für mich hier eine sehr schöne Gegend. Und die Gegend ist hier auch sehr schön. Nibus wegen der Anbindung nach Deutschland und den Rest der Welt, weil du hast von Istanbul aus natürlich super Flugverbindungen nach Asien, nach Afrika. Alles klasse. Außer Südamerika, da ist es dann ein bisschen komplizierter. Ja, das ist damit doch durchaus umsteigen begriffen. Aber ansonsten Asien, Afrika, alles habt ihr super Fluganbindung, gerade hier durch Istanbul, großes Drehkreuz. Ja, und ansonsten hier die Gegend, die kennt kaum jemand. Ich will jetzt auch keine Werbung hier für Jalova machen oder Cinacik, ja, weil ich will ja keine deutsche Gemeinde gründen, um Gottes Willen. Aber Fakt ist eins, da kann man ein ruhiges, beschauliches Leben führen. Man hat die Nähe zur Megacity Istanbul, man hat super Verkehrsanbindung, Preise sind human, es ist touristisch nicht zu überlaufen. Was es hier gibt, sind eben relativ viele Araber, aber die sind nicht zu vergleichen mit dem, was ihr da in Deutschland erlebt, mit den Arabern. Also hier ist nichts mit Messerstechereien, mit Vergewaltigung, es ist gar nichts. Ja? Aber das machen die hier einfach nie. Hier wissen sie, wie sie sich zu benehmen haben. Und wenn sie sich nie benehmen, dann gibt es auf die Fresse. Und wenn die von irgendjemand, dann spätestens von den Polizisten. Ja? Aber selbst das siehst du nie, also die benehmen sich hier einfach. Die passen sich hier einfach an und sind unauffällig im Straßenbild. Also ich würde manchmal gar nicht merken, ist das ein Türk, ist das ein Araber? Ja. Bei manchen sieht man es schon sehr deutlich, wenn dann die Hautfarbe extrem eingebräunt ist, aber ansonsten, wenn die sich hier normal benehmen, fallen die weder positiv noch unangenehm auf. Die sind einfach ja, da, genau wie ich da bin. Das soll ja auch so sein. Ja. So, aber ansonsten, großartiger internationaler Tourismus ist hier nicht, so wie in Antalya oder in Alanya, wie diese ganzen Hochburgen heißen. Ja, das Wetter ist wunderbar, du hast hier trotz allem 4 Jahreszeiten, der Winter ist extrem mild, meistens frostfrei. Es kann mal 1-2 Nächte geben mit 0 oder minus 2-3 Grad,
Aber das ist eher die Ausnahme. In den letzten 3 Jahren war das einmal der Fall. Ja, ansonsten ging der Sommer dieses Jahr hier, ja, im April war es schon Sommer im Grunde genommen. Das ging dann schlagartig, Schnips, und seitdem ist es hier angenehm warm, manchmal schon fast zu warm, aber okay. Dafür kommt man ja auch hierher. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn ihr zum Thema, wie gehe ich voran mit Immobilienkauf, noch irgendwelche Fragen habt, schriftlich am besten in die Kommentare schreiben. Wenn sie es machen lässt, beantworte ich das auch. Weil das sollte erstmal ein kleiner Wegweiser sein für die, die da jetzt wirklich auf der Suche sind, wie man vielleicht am besten anfangen kann. Ja, dann viel Erfolg bei eurer Suche und nie vergessen, nicht zu lange warten, denn es könnte teuer werden. Ciao.